Ja, Respekt an die finnische Premierministerin Sanna Marin, die jetzt um ihre Wiederwahl bangen muss, denn die Finnen haben in den Parlamentswahlen entschieden und sie ist mit ihrer Partei nur an dritter Stelle. Die Konservativen waren vor ihr. Und jetzt muss man an dieser Stelle sagen, warum Respekt? Weil sie hat diese Wahlniederlage anerkannt und hat gesagt, hey, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Die Demokratie hat entschieden. Und da muss man doch mal sagen, dafür gibt es einen fetten Daumen hoch, dass man sowas in Deutschland mal erlebt, dass die verlierenden Parteien einfach mal sagen, hey, Respekt an die Gewinner, es wurde demokratisch gewählt, das kann man hier wahrscheinlich selten erleben. Ich meine, wir haben es ja in Berlin erlebt, wo Safsan Cepli dann danach angefangen hat, die Wähler zu beleidigen noch und so, weil sie eben vor allem als stärkste Kraft die CDU gewählt haben. Oder noch viel schlimmer, Renate Künast beispielsweise, die ja dann, weil eben die SPD sich ja entschlossen hat, mit der CDU zusammenzuarbeiten in Berlin, so richtig wie so ein bockiges kleines Mädchen angefangen hat, rumzuhaten, ein Tweet nach dem anderen damals, das ging über mehrere Tage, wo ich mir so echt denke, okay, da könnten diese Politiker einfach so ein bisschen mehr Selbstrespekt haben und einfach mal so eine Niederlage anerkennen. Und das ist aber auch allgemein ein Problem, was ich mit vielen grünen Politikern habe, da diese wirklich ganz besonders immer so drauf abzielen, zu sagen, nur ihr Weg ist so der rechte und das ist so der richtige Weg. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, nee, wir gehen einen anderen Weg, dann wird dieser sofort auf moralische Art und Weise attackiert und es wird ihm völlig in Abrede gestellt, dass er sich überhaupt für ein Ziel in eine bestimmte Richtung interessiert. Und das ist so eine ganz bekannte Standardtaktik. Und natürlich wenden diese Taktik nicht nur viele grünen Politiker und so weiter an, sondern auch hier auf YouTube ist das sehr häufig zu sehen. Sehr häufig auch, wenn ich mir so anschaue, wenn andere Leute über das sprechen oder so, was ich mache, dann kann ich das immer wieder miterkennen. Und ich verrate euch jetzt mal ganz kurz, wie diese Taktik abläuft, anhand eines klassischen Beispiels. Und zwar einer, Grünen, wie sie im Bilderbuch steht. Und zwar Katharina Schulze. Und hier ging es jetzt hier um dieses Thema im Tagesspiegel, ne? Trotz erwarteter Rekordeinnahmen, Lindner erteilt Grünen bei Kindergrundsicherung eine Absage. So, jetzt gibt es dieses Wort Kindergrundsicherung und die Katharina Schulze sagt, wie kann man nur so kalt sein und Kinder nicht aus der Armut holen? Looking at you, FDP. Also merkt ihr, was hier passiert? Man sagt, okay, unser Ziel ist es zum Beispiel, eine Kindergrundsicherung zu haben. Was das im Einzelnen bedeutet, dass halt einfach eine gewisse Menge an Geld fließt. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Christian Lindner aber sagt, nein, unser Vorschlag ist eher, zum Beispiel hier die Steuern zu senken und zu sagen, die Bürger sollen mehr netto vom Brutto beispielsweise haben, das ist eher unser Ansatz, dann sind das erstmal eigentlich nur verschiedene Strategien, verschiedene Wege. Okay? Also der eine sagt, hey, ich möchte jetzt diesen Weg gehen, von A nach B. Der nächste sagt, nee, ich nehme lieber diesen Weg. Und dann gibt es noch einen, der sagt, diesen Weg. Ne? Und am Ende kann man so einfach schauen, welcher Weg war vielleicht am sinnvollsten. Vorher weiß man das ganz oft nicht. Aber die Grünen kennen eben immer nur ihren Weg und sind auch immer nur so überzeugt davon, dass es sonst gar keinen anderen gibt. Und das ist der erste große Fehler, weil es gibt immer verschiedene Wege und verschiedene Möglichkeiten. Und nur weil jetzt jemand sagt, hey, es gibt vielleicht zu einem bestimmten Ziel noch eine andere Lösung, nämlich zum Beispiel mehr Netto vom Brutto oder so oder einen anderen Vorschlag, dann bedeutet das nicht, dass diese Person nicht an einer konstruktiven Lösung oder einem gewissen Ziel nicht interessiert ist, sondern dass sie vielleicht einfach nur über das Wie eine andere Meinung hat. Und das ist das Erste, was in der grünen Taktik dann immer vorkommt, dass man das nicht anerkennt, dass es andere Lösungen gibt. Und das Zweite ist immer, dass man dann direkt auf den Menschen und seine Motive geht und seine Moral in Abrede steht. Also sagt so, wie kann sich die FDP einbilden, ja? Oder wie kalt kann man sein, dass man jetzt diese Kinder, diese armen Kinder nicht aus der Armut holen will? Und damit will man natürlich eine Stimmung erzeugen gegen die FDP, indem man sagt, ja, wenn ihr jetzt FDP wählt,
dann wählt ihr für eine Partei, die eben gegen Kinder ist und so. Ne? Und das ist so eine ganz, ganz, ganz klassische Taktik, ganz, ganz, ganz häufig verbreitet. Aber das ist natürlich einfach eine komplette infantile Art und Weise, mit einer Argumentation umzugehen. Und das merke ich beispielsweise auch sehr häufig, wenn ich auf YouTube über solche Themen rede, wie zum Beispiel Klimawandel und so. Da wird mir dann auf einmal nahegelegt, ich wäre ein Klimaleugner oder ich wäre jenes und jenes. Nur, weil ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich es komplett sinnlos finde, wenn man sich auf die Straße klebt oder so, wie die Klimakleber oder so. Ja? Oder nur, weil ich zum Beispiel sage, hey, ich finde den Weg, dass man die Leute zwingt, eine bestimmte Heizung zu installieren und so weiter, ist ein falscher Weg. Ich finde, es ist besser, das über einen Zertifikatehandel und so weiter zu machen. Aber das wird dann gar nicht mehr sozusagen akzeptiert als Argument, sondern es wird einfach direkt auch wieder versucht zu sagen, hey, du bist nicht für diesen allgemein von uns ideologisch festgelegt als richtigen Weg. Ja, für diesen Weg bist du nicht. Und deswegen, weil wir so naiv sind, zu glauben, dass es nur eine Lösung gibt, erkennen wir gar nicht, dass es vielleicht noch einen anderen Weg gibt und fangen an, dich zu beleidigen und fangen in Abrede zu stellen, dass es dir überhaupt über das Thema geht und fangen zu sagen, du bist ein Klimaleugner und du bist X, jenes und blablabla. Und das werdet ihr gerade in der heutigen Zeit, gerade aktuell, immer wieder feststellen. In ganz vielen verschiedenen Bereichen, auch in den öffentlichen ganzen Debatten. Ja, da geht es dann zum Beispiel darum, dass du sagst, hey, ich bin gegen das Gendern, weil ich es sinnlos finde an dieser Stelle. Und dann sagen diese Leute auf einmal, ah, interessant, du bist also gegen das Gendern. Aha, aha, da haben wir ja wieder so einen typisch Misogynen mit seiner ganzen toxischen Männlichkeit und so weiter. Das ist ja wieder klar. Und du sagst so, nee, eigentlich nicht. Ich habe nur gesagt, ich bin gegen das Gendern. Ja? Das hat jetzt aber nichts zu bedeuten, dass ich irgendwie deshalb irgendwie misogyn bin oder so. Ja? Und das ist aber eine Sache, egal in welcher öffentlichen Debatte, ihr werdet das immer wieder sehen, dass viele Leute diesen Trick anwenden. Und es ist genau das Gleiche wie bei dem Kontaktschuld-Thema. Wenn man sagt, ah, der hat aber mal ein Video gemacht mit Professor Max Otte. Oder, ui, der hat mal die Aussage getroffen. Und die da hinten von der einen schlimmen Partei, die haben diese Aussage auch mal getroffen. Oh, oh, oh. Ja, das ist genau das gleiche Prinzip. Und zwar, man strengt den Kopf nicht mehr an. Man geht nicht mehr auf Argumente ein. Man denkt nicht mehr nach. Sondern man versucht einfach, das Gehirn auszuschalten und an die Moral irgendwie ja, sozusagen in den Vordergrund zu stellen und dadurch den anderen in Abrede zu stellen und den anderen sozusagen ja, als unwichtig oder als unseriös und so weiter abzustempeln. Aber mit diesen Tricks kommen die natürlich bei uns nicht weit. Wir haben das schon lange durchschaut und deswegen muss man sich schon gute Argumente einfallen lassen und dann kann man auch ernsthaft und seriös diskutieren.